Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zum Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Boah. In der letzten Folge haben wir das Schloss des Biests abgeschlossen, oder? So, und ich bin, weil nicht, als ich geladen habe, bin ich direkt hier gewesen, also vor Holobashen. Also nehme ich an, ich habe die Meisterform wieder kurz vom Level Up hochtrainiert, was gut ist. Und dann gehen wir jetzt in die Arena zu links. Wir sind ja Level 36 und das für 39. Okay. So, ich muss mal von dem Kabel runter. Was soll denn das? Nein, ich auf dem Kabel, was? Gott, verdammt. Hey. Perk, you feeling any better? Well, same routine. Wonder Boy here thinks his hero days are over. So, Entschuldigung. Phil thinks it's all in his head. Gorsh, Herc, we know you're a hero. That's right. Blunder Boy. How could you mope on a momentous day like today? The Underdrome's back, and you are gonna fill the stands. After all, your fans won't settle for anything less than a certified hero. I mean, if you're not up to it, you could always just, I don't know, lose. I bet you'd like that. Excuse me? Hey, I'm not a selfish guy. I'm not like those high and mighty snobs up on Olympus. I stand for the masses, and have I got a massive idea. The games, ladies and gentlemen, are back. Yours truly, Hades, the one and only Lord of the Dead, brings you the Ultimate Games to celebrate the reopening of the Ultimate Colosseum. We'll finally answer the age-old question, who deserves the title Ultimate Hero? These games are gonna settle the debate once and for all. The winner reigns supreme. Of what? You guessed it, the Hades Cup! Geil. And I assure you that the great Hercules will be there otherwise. Schon gewonnen. You'll never see your girlfriend again. Low life. You're too kind, kid. Danke für die Blumen, Kleiner. Ich komme euch um die anderen für den HS Cup. Kommt man so zu mir. Bei Schwefel sagt ihr falsch. Also ja. Ja, ist ein großartiger Zeitvertreib. Ja, das für die normalen Cup. So, wir machen dann mit, ne? Weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Ich glaube, das schaffe ich hier gar nicht in einem Part, weil das hier ein bisschen länger ist, die Story. Weil es die anderen beiden. Ja. Donaldo, was hast du? Auto. So, Meisterform. Ich sehe, ja, 11. Na, Goofy, glaube ich. Kugelboost hat. Ja, Rufen habe ich auch aufgelevelt. Das ist auch geil, wenn man gerade Rufen eingesetzt hat und sich dann wieder auf der Weltkarte zurückportet, dann werden die Level auch behalten. Also die Erfahrung, die man bekommen hat. Das war richtig geil. Voll abdüsen, ja, alles. So, und ich habe einen Kraftbolzen. Wir können schon Infanterienwache herstellen. Ja, kennst du das hier? Nur ich brauche frei Freudensplitter. Das ist mein Kraftbolzen verschnabulisieren. Wieso habe ich weniger Angriffskraft als Goofy? Oh, verdammt, das ist ein Schwerter auch nicht, ne? Sternfeuerform, wo bitte. Ja, wir machen dann einfach mal mit. Ja, wenn man sich das Teil noch am Haus kommt, aber wenn ihr schwer zertragen könnt, dann seid ihr hier jederzeit willkommen. Ja, warum nicht? Hm? Wo, wenn er jetzt schon so schnell geht, kann ich das doch in einem Part schaffen. Wer ist unser erster Gegner? Mal sehen. Sie nennen sich Wirbelwind. Seht mal, Aura nimmt auch an dem Turnier teil. Oh, oh, vielleicht müssen wir wieder gegen ihn antreten. Ich schätze, ist dann echt etwas. Und ich glaube eigentlich nicht, dass er einer von den Bösen ist. Jedenfalls bist du der einzige weltweiten Beitrag, das weißt du. Das war vielleicht einmal, jetzt tauge ich nichts mehr zum Held. Schluss damit! Herkules in einer Midlife-Crisis. Was soll das? Kriegen wir überhaupt hier Erfahrungspunkte? Was sind das? Story-Kämpfe, ne? So, Besieger leert, losen. Ich muss erstmal jemanden töten, um zu gucken, ob überhaupt hier so Sachen wie Dinges bekommen. Ja, kriegen wir, gut. Meisterform. Oh, 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 oh.
Oh, ja. Er ist so nervig mit der Meisterform, ne? Man kann hier keinen einzigen Combo zu Ende bringen. Weil immer schon. Weiß ich nicht. Ja. Wir dauern einfach zu lange, bis die Dingens fertig ist hier. Die Combo. Zeit zu dem Kampfwerk. Ich bin einfach nicht ehrlich, aber war, tut mir leid, euch so runterzuziehen, Jungs. Es wird noch nicht das Handtuch her. Wir brauchen nicht im Halbfinale. Mein Gott. Ich wieder zurück verwandelt, sehr gut. Ich habe auch nicht so viele Dinger bekommen, ne? Ja, gleich rufen können. So, komm her. Jetzt seht das Halbfinale. Versuchst du schnell zu fliegen. Was? Ich will nicht rausfliegen. Endlich sind wir im Halbfinale. Ja, hat ja nur ein Kampf gedauert. Quack, unsere Gegner sind die Vorboten des Bösen. Müssen wir uns für den fürchten? Könnte durchaus sein, aber wir dürfen uns jetzt keine Schwäche leisten. Also los. Ich wollte jetzt irgendein Lied von Herkules bringen, aber mir fällt gerade keins ein. Ich kenne mich ausdrücklich. Und das einmal Kamel, auch noch viel singen, aber. Na, nimm mal meine Waisenform. Wir sehen aber nicht als Pilz, ne? Irgendwie zu schön. Ich weiß nicht, was aufgehen ist, aber. Gut gemacht, Goofy. Wer killt's denn auch für mich? Ja, ich weiß, ich setze auf Form ein, aber ich will ihn nur so schnell wie möglich aufleveln. Wir haben es ins Finale geschafft. Wir gewinnen, sind wir alle Helden. Oh, deswegen bist du so guter Laune. Wir können ja nicht für immer junge Helden bleiben. Ich hoffe, ich versau es euch nicht. Ha, hat jemand einmal Eiscreme für mich? Jetzt lass endlich die defensiven Sprüche. Seht mal da drüben. Er ist unser letzter Gegner, oder? Auron. Was geht? Na. Ihr seid. Hä? Auron? Ich muss euch besiegen und für mein Vergehen Abbitte leisten. Hey. Also mit dem stimmt doch was nicht. Okay. Waisenform zurückverwandelt. Oh Mann. Wunderbar. Ist doch kürzer hier, als ich gedacht hätte. Ich dachte, er wird ein bisschen länger dauern hier für eine Story. Aber ist er nicht. Okay, weiter. Ich will euch töten 117. Ja, sind nur fast die Hälfte, was ich bisher getötet habe. Ich meine, besiegt natürlich. Okay, let's review. State your crime, prisoner. I exist. That is my crime. It is inexcusable. Ooh, good. Very good. What's wrong with Orin? He's never acted that way before. Okay, so you made one lousy mistake. You exist. But hey, I'm a forgiving guy. You keep your end of our little deal, and I'm willing to overlook a transgression or two. I understand. Defeat Hercules. And his meddling friends. What? No. Only Hercules. Oh, don't tell me you've forgotten who's in charge. Oh. Hercules and the other three. Are we clear? We're clear, Hades. Lord Hades. Lord Hades. Good. Now go. So that's how he's controlling Orin. Ich will nicht deinen Computer neu starten, bist du eigentlich irre? Hey. Das war nie der richtige Kerl.
Das fasst er wahrscheinlich noch als Kompliment auf. Ich kann nicht mit ansehen, wie er sowas, wie er so von Hals benutzt wird. Jetzt sollte ich ganz auf meinem PC gucken. Wir müssen Auron helfen. Hey Auron, wir wollen dir helfen. Okay, dann nicht. Gut gemacht. Kommt ihm nach. Ja, irgendwelche Gegner, die ich platt machen kann. Wenn die uns hier nur gerade so geschützt unterhalten. Ja, jetzt soll's. Ja, erstmal meine Zeit hier ab, hallo? Kann ich ewig in der Form bleiben. Wohl mit Sterntreue eigentlich schon, aber trotzdem. So, auf nach Italien. Was? What's wrong, sir? Nur an. Fehlt nur noch, dass der hier so ein Ruder hat, um nicht zu singen. He's using some kind of a statue. You know something? That sounds kind of familiar. Hades may be using the statue to hold Orin's free will hostage. What do we do? See if you can find that statue. It's gotta be somewhere in the underworld. Right. I'm on it. Tell me you're not thinking of leaving. You've got a match coming up. I'll fight Orin in the final. One on one. Oh, you will? I'll draw things out to buy you time. But just hurry back. I know you can do Congratulations. It. Congratulations. You've got a deal. Thanks. On one condition. The Keyblader here and his trusty friends have to meet the winner in one final clash. What do you say? That'll drive the crowd wild. It better. I promise the crowd the event of their afterlives. Okay. Yeah, sucker. You know, for me, the rest is smooth sailing. Oh, Segel, ich verstehe. Alles klar. Boom, wieder zurück. Guck mal, ist schon fast leer, die Form. Na, ja. Los, komm, irgendwelche Gegner. Ja, kleiner bisschen. Wie euch zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt Blitzrach. Thunder. Weiter. Mein Gegner ist. Falsch halt. So heißen die doch, ne? Komm, Feuer ist ein bisschen stärker. Vor allem Feuer verbraucht er, glaube ich, nicht so viel MP. Bleiben wir mal Feuer. Also bleiben. Gleich kaputt. Die Form ist abgelaufen, meine. Ja, 117 hatten wir. Was? Ich hab nur. Boah, was so? Warte mal. Da müsste ich. Rankommen. Ha! Off! Off! Nur noch ein paar. Ja, ich bin da. Was machen. Machen wir mal die. Hier, das Ding ist noch ganz am Anfang. Was? Komm her, geil. Oh, ich muss die Form einsetzen. Ich muss die Form AP.
Ich habe gerade verbraucht. Schau, noch mehr Gegner. Jetzt kommen natürlich so viele Gegner. Jetzt wo ich nicht die Weise komme, kommen natürlich 1 Milliarde Gegner. Baff. Ich mit der 94, das geht doch sehr viel schneller. Oh. Was? Gut, das hier, ah, mach ich nicht. So, AP, habe ich irgendwas, was ich ausrüsten kann? 6 Dinge habe ich, hallo. Feuerboost. Wegen Dingens hier, wegen der Dingensform. Ja, schauen wir. Nee, cool Boost, hallo. Hm. Würde es vielleicht noch ein bisschen einfacher machen, die Dinge zu leveln. Ich würde aber am liebsten noch hier hochleveln. Oder im nächsten Part. Weil dann brauche ich nicht mehr so viel offscreen leveln. Die Meisterform, meine ich. Ich meine, dieser Schlitzerangriff wird davon beeinflusst. Wie viele Gegner in meiner Nähe sind. Ich merke gerade dieses Zeichen. dieses Zeichen hier, wenn man das Gebiet wechselt, sieht irgendwie aus wie wie der Cutie Mark von Rainbow Dash aus My Little Pony. Und das weiß ich nicht. Irgendwie komisch. Genau so eine Wolke mit so einem Blitz, der da rauskommt. Da, das Ding meine ich. Irgendwie so aus. Weil die Bronies, die hier zuschauen. Wenn man hier überhaupt jemand zuschaut. Okay. Jemanden, der vor einer Midlife Crisis ist, scheint Herr doch noch hier Platz kommen. Es kommen so viele kleine Gegner, jetzt muss ich die Weisen kommen. Das gibt's auch nicht. Die Weisen, die Heldenform sollte vielleicht aufbewahren für den Bosskampf, weil da kann man die ja auch am besten einsetzen. Weisenform, oh nein! Nein! Und tschüss, aber Hilfe. Ja, nicht mal Erfahrungspunkte, ne? Boah, nee. Haben wir nicht gewettet. Ich mal Skateboarden, hallo. Na gut, noch mal. Ja, ich habe die Silhouette gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir ihn noch jetzt hier schaffen. Ich meine, wir könnten die in Dingos schaffen, in Port Royal. Müsste eigentlich, wenn wir als zweites ankommen, auf unserem Level sein, die Silhouette. Hier bin ich mir nicht sicher, weil hier ist noch ein bisschen heftiger. Hier schön mit der Weisen vom alles hoch. Nein. Okay, da war ich jetzt auch von mehreren Leuten geschingelt. Was macht der normalen? Keine Gegner? Okay. Hört. Oh, ich muss so niesen, aber es kommt nicht.
Got it. Okay. It is not too late. Let us turn back. But I where is the sense in all this? There must be another way. Your deaths will mean nothing. You must live. I get it. This is what belongs in Orin's heart. Gorsh, he must have had a pretty rough life. Yeah, but in the end, that's really what made him stronger. Let's give it back! Fällt gerade erst auf, dass der Auron, der hier vorkommt, müsste der sein, der noch Braska und Jack begleitet hat in Final Fantasy 10. Was Jahre vor den Ereignissen von Final Fantasy 10 spielt. Also irgendwie, weil nicht Mount Gangaset irgendwie gestorben ist. Übrigens Spoiler, Final Fantasy 10. Tut mir leid. Ich sag ja auch nicht hier bei jedem Disney-Welt hier übrigens Spoiler für Kinder. Nimm einfach an, die Leute hier sind in den meisten Fällen, was in dem Spiel passiert ist, und wenn nicht, das ist dann wahrscheinlich nicht interessiert. Also deswegen also übrigens sind niemand, ich hab schon gesagt. Unsere Drive-Form ist wieder, unsere Drive-Leiste ist schon wieder voll. Ich kann ja schön die Heldenform einsetzen, leveln, aber ich mach mir doch für den Boss auf. Spoiler, in dieser Welt kommt ein Boss. Die Welt dauert auch nicht so lange, ich hab echt gedacht, die dauert viel länger. Komm, nehmen wir mal platt. Not what I had in mind, but I'll take it. We better skedaddle. Komm, wir skedaddeln aus. Auron Statue, so eine will ich auch haben. Eine lebensgroße. Ja, und wir sind schon wieder hier, geil. Huja. Da. Ha, Herkules, wir sind sicher schon im Grabe. Was seid ihr hier, um Herkules verliehen zu sehen? Herkules helfen, auf geht's. Was, ihr wollt Herkules helfen? Okay, ich bin mal schnuppern. Ha, ha. Ich meine das sogar echt. Was? Macht doch gar keinen Sinn, Mann. Ja, das wird mich schon wieder in die Antiform verwandeln. Im Bosskampf oder so, das geht mir da drauf nerven. Es sei denn, dass wir uns so oft verwandeln in letzter Zeit. Ich weiß, jedes Mal wird irgendwie so ein Counter, so ein unsichtbarer erhöht, wenn man sich in einer anderen Form verwandelt. Aber trotzdem. Orin, no! Hey, Orin, this belongs to you. Sora, Donald, Goofy. Yeah, I follow that. Why those little... Ugh. Prisoner, what happened to our mutual agreement? I can give you a clean slate, but you gotta work with me. Maybe you didn't hear me. This is my story, and you're not part of it. Hades? That's it! This game is over. I've played by the rules so far. Okay, I confess. I was hoping Wonder Boy would lose, but it was still a fair fight. Come on, is that really so wrong? Huh? Really, a fair fight? Laugh, laugh, laugh all you want! Because the laughing is about to stop. You want to know why? Because now we're going to play by my rules. Ah!
Meg! Es geht so einfach. Hey, I warned you right at the get-go. You don't compete, you lose the girl. No! Meg! Hang on! Looks like Wonder Boy has dropped out of the stand. Well, you've still got us to deal with. Oh, yeah. This is gonna be good. Ich brauche Goofy für die Heldenform. Aber ich glaube, eben, der ist noch jetzt hier gerade unbesiegbar, ne? Beim ersten Mal. That's it. Ich glaube, der hat trotzdem schon verwandelt. Give me strength. Hey, Jungs. Du musst ja eigentlich aussehen. Aber verdammt. Ich muss ein paar mehr Schläge aushalten. Und so ein paar. We can't win. How come? Because it's his underworld. Gee, then how do we beat him? I think a true hero should be able to help. But you... I owe you one, Hades. I didn't hesitate to give my life for Meg's, and then I remembered. A true hero is measured by the strength of his heart. I'll never forget that again. Just no more crazy stunts. People always do crazy things when they're in love. What is so funny, you imbeciles? How dare you get a happy ending? How dare you? Ich glaube, er ist wütend. Zu Recht. Jetzt gehen wir ihm nämlich aufs Maul. That's it. Das ist mal ein geiles Team. Wuff. Alles ist verdammt einfach in diesem Spiel. Gegensatz zum ersten Teil. Ich dachte, wenn ich den Kombo abbreche, dann ist das bringen. Wurf! Hey! Aber wir können die Dinger andauernd auf den schießen, ne? Nein! Nochmal, Hilfe, komm, komm. Oh. Ja, das tut sogar echt zählen. Mal ein bisschen aufziehen. Oh. Achso, nee, auch damit. Geht's mal aus, hallo? Das habe ich irgendwie noch nie so im Kampf gesehen, wenn er die ganze Zeit verwandelt ist. Au! Ja, jetzt mal weitermachen. Ich kriege ja noch die Limitform der Rufen, sollte ich vielleicht mal einsetzen. Er sich einfach in der Kombo hier wegteleportiert. Oh, ja. Oh Gott. Oh Gott. Weg. Nimm die Kugel, verdammt. Mach was. Das
hatte die ganze Zeit von dem Scheiß Treffen. Nee. Mal einen Balken oder so loswerden. Rollmeister, ha! Ich will eigentlich gar nicht vernünftig kämpfen, sondern eigentlich nur die meiste Zeit irgendwie grinden, hab ich das Gefühl. Aber ja, da war das nicht. Oh, warte. Oh, du merkst hier nichts. Hey. Was ist das? Komm her. Immer noch nicht drunter. Gott, Mann, bleib so gefällig hier. Die ganze Zeit lasse ich mich von dem treffen. Weiter. Er hat ganz schön viel abgezogen, der Abschlussangriff. Ja, HP. Was das war's, gut. Riesen Toilette hier eingesaugt. Und kam danach nicht mal eine Szene. What's he gonna do now? I lived my life defending others, but now there's no one left to protect. Maybe it's time I shaped my own story. Yeah, you deserve it, Orin. After everything you've been through. I suppose I should thank you. Not at all. Fine. I mean, sure, you could thank us a little. You should say what you mean. I guess I could spare a few words. Thanks for meddling. Hey, what's that mean? Precision. Deswegen ist Auron awesome. Sehen möchte den Schaden, der hinter um 50%. Das kann nützlich werden. Kann in einigen Bosskämpfen. Einer auf jeden Fall. Thanks again, guys. You're the best. Excuse us for meddling. Oh, sounds like somebody's feathers are a little ruffled. I'm kidding. Thank you, Sora, Donald, Goofy. In der Reihenfolge. So where are you guys headed next? You know. You two lovebirds seem to be getting along just fine without us hanging around. We gotta go. Uh-huh. Before we start meddling. Yep. Right. Are you turkeys trying to put me out of a job? If you keep acing every challenge, champ, who am I gonna train? Aw, you can't abandon me now, Phil. I gotta be at the top of my game in case Hades shows up again. Yeah. Come on, Phil. How about it? Let me see now. Well, you're not wise enough. Not quite seasoned enough. Okay, okay, we get the hint. Look, kid, it's not my call. Ah, fool. Course, if it was, you'd have no problem. I'd make you all heroes in a heartbeat.
Really? Say it again. On second thought, if those are your hero faces, you still got a lot of work to do. And what do you mean? Go away. Phil! Leave me alone! See that? Well, what do you know? Wilson. Ausgezeichnet. Reiners Olymps. Abgeschlossen. Gut. Das heißt, jetzt nächstes kommt Aladdins Welt, ne? Glaube ich, weiß nicht. Kann sein, mal schauen. Ich kann auch hier die Arena machen, das wäre vielleicht eine Idee. Ich glaube, ich mache die Arena als nächstes. Und eine neue Episode zu. Ja, ich weiß. Gut, dann beende ich jetzt hier ein Part. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bleibe mich alle als Zuschauer und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.